Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Hilos TV. Eine weitere Episode My Time at Porsche, mittlerweile an Tag 30 angekommen. Und es hat sich etwas geändert am Layout. Wir wurden darauf angesprochen, dass unsere Facecams doch etwas klein sind. Wir haben halt vergessen, dass halt viele Nutzer ja, unsere Videos übers Handy gucken. Da ist es dann tatsächlich doch etwas verloren, wenn so ganz unten rechts in der Ecke noch so ein kleines Stückchen vom Kopf rausguckt. Wir haben es deswegen ein bisschen größer gemacht, also auch der Floschbett wird es in den nächsten Tagen anpassen in den zukünftigen Folgen Forest und was auch immer da noch kommen wird. Ja, gebt doch einfach mal ein bisschen Feedback, hat es euch oder gefällt es euch oder ist es dann doch jetzt wieder zu groß? Ich habe da ehrlich gesagt nicht so den Überblick drüber. Ich finde es jetzt so ganz okay, aber gut, ich kann mich auch angucken. Naja, wir sind an Tag 30 angekommen, wie gesagt. Ich würde sagen, ich räume jetzt erstmal den ganzen Kram ein, so wie eigentlich jeden Morgen, also quasi die Routine. Wir werden neue Aufträge erteilen an den Hochöfen bzw. an allen Produktionsstätten und ich gehe ganz schwer davon aus, dass wir danach erneut in die Kanalisation gehen werden und da nochmal ein, vielleicht auch sogar zwei Level nochmal clearen werden, aber ich bin mir da noch nicht so ganz im Klaren drüber. Das hier auf jeden Fall alles mal weiterlaufen bis heute Abend. Eigentlich gar nicht so doof. Rein theoretisch könnte man jetzt natürlich dazu übergehen und so viele Öfen fertigen, dass man quasi permanent die ganzen Ressourcen herstellt, bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann vielleicht bei 100 oder so angekommen ist. Mich graust es da ein Stück weit vor der Farmarbeit, um die ganzen Ressourcen zusammenzusammeln, die man dafür benötigt. Die Öfen sind ja nun auch nicht gerade günstig. Ich schaue mal gerade schnell nach. Ich meine, da war irgendwie was mit der Sprungfeder. Wenn ich mich jetzt gerade nicht komplett irre. Okay, ich habe mich komplett geirrt. Der industrielle Kern auf jeden Fall, das ist gar nicht so problematisch. Die Stahlplatten sind natürlich äußerst nervig. Carbonstahl machen 15 Mal, auch der Marmor ist ein bisschen tricky. Ja gut, kann man in den nächsten Tagen nochmal drüber nachdenken. Wie gesagt, ich hatte ja in der letzten oder vorletzten Folge schon mal angesprochen, dass ich momentan mit dem Gedanken spiele, das Spiel vorläufig sein zu lassen. Nicht, weil es mir keinen Spaß macht, ganz im Gegenteil. Es ist nach wie vor sehr lustig. Das Problem ist halt, es ist sehr langwierig und ich habe momentan nicht so ganz die mega Lust auf die unglaublich vielen Aspekte dieses Spiels. Also zum Beispiel dieser ganze soziale Kram, habt ihr ja bei mir jetzt bisher auf dem Channel gesehen, ist bei mir eigentlich so komplett hinten runtergefallen. Und von daher bin ich halt momentan am Überlegen, ob das jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt so das Wahre ist, My Time at Porsche zu spielen. Oder ob es da nicht einfach sinnige Optionen gibt, die auch für euch ein bisschen interessanter sind. Ich spekuliere da momentan so ein bisschen auf ein kleines Horror-Game. Wahrscheinlich auch was Älteres. Ich hatte mir überlegt, eventuell Dead Space zu spielen. Ich glaube, das ist ganz cool. Ja, egal. 440 Golds. Nö. Das nehmen wir doch gerne in Angriff. Das machen wir doch auf jeden Fall. Ich würde sagen, das machen wir auch als diesmal direkt mal als erstes. Ich muss auch noch ein bisschen Fleisch einpacken auf jeden Fall. Wobei ich auch, glaube ich, gar kein Fleisch mehr habe. Also, ich habe genug Fleisch, aber ich habe leider kein Salz. Dann müsste ich eventuell auch gleich nochmal kurz ein bisschen Salz einkaufen gehen. Hey, Todi. Todi, stopp, 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 stopp. Ich kenne dich, glaube ich, noch nicht. Kenne ich dich schon? Moin. Okay, ich kenne ihn anscheinend doch schon. Irgendwann mal mit ihm gesprochen. Ganz sicher. Gummireifen. Hier waren die. Kann ich sogar noch schön drei Stück herstellen. So, weil da müsste hier eigentlich theoretisch auch das Salz drin sein, wenn ich noch welches habe. Milch. Nein, kein Salz. Ach ja, was brauchte man denn nochmal dafür? Ja, wobei, es ist auch irgendwie doof, das Fleisch jetzt noch heute herzustellen. Ja, komm, ich habe noch 7 Stück auf Lager, das sollte eigentlich reichen für die krüppeligen Ruinen da. Jetzt habe ich ja auch ein bisschen gelernt, was man da machen muss. Machen wir es mal so und so. Und dann nehmen wir uns noch ein bisschen Bufffood mit. Verteidigung klingt ganz gut. Das können wir gleich noch auf die Leiste ziehen. Dann bringen wir noch mal kurz den Auftrag weg. Klar, dass ich wieder in die andere Richtung muss. Wenn schon, denn schon. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob die Kanalisationslevel da, dass sie noch ein bisschen anspruchsvoller werden. Also ich wurde ja beim letzten Mal schon ziemlich übel vermacht in der Kanalisation. Aber das liegt eher daran, dass ich jetzt nicht unbedingt besonders brillant spiele, sondern eher, dass ich halt einfach... Moment mal. Das war jetzt halt total doof. Also es liegt nicht daran, dass das Spiel so mega heftig ist, sondern dass ich einfach schlecht bin. Das, so wollte ich das sagen. Wo ist denn jetzt hier der...
Hallo? Da. Alit, guten Tag. Handelsauftrag. Immer gerne. Und jetzt möchte ich mich noch mit dir unterhalten. Okay. Gut. Andere Menschen bleiben liegen. Solltest du vielleicht auch mal drüber nachdenken. Du bist auch ein bisschen entspannter. Ach ja, stimmt. Ich komme auf dich zurück. Ich habe fast vergessen, dass ich da noch einen Auftrag offen habe. Ja, ja, bye, bye. Ciao. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Oh, bye. Bye. Ich habe so das Gefühl. Ah, okay. Ich dachte gerade, hier wäre jetzt gerade ein Bug am Laufen. Das hörte sich ein bisschen so an. Den der gute Mann mir da ein paar Mal hinterhergerufen hat. Ah, Remington, hi. Mit dir wollte ich auch noch reden. Kann man so machen, ist dann aber scheiße. Sehe ich so. Also, da bin ich offen und ehrlich. Also, ich habe auch schon mal irgendwie gelesen, dass man auf jeden Fall in diesem Spiel die Wissenschaftler unterstützen soll. Das ist einfach lohnenswerter. Ich habe ja jetzt auch. Ihr habt es jetzt ja auch gesehen, die Öfen und so weiter und so fort, die sind schon in meinen Augen essentiell wichtig. Also auch jetzt gerade der Ofen, den ich jetzt bauen kann, der industrielle, der hat schon was. Also wenn ich mir jetzt überlege, dass ich jetzt noch mit diesen Handöfen da rumspielen würde, wird sich ja doch alles ein bisschen ziehen. Also von daher ist es schon sinnvoll, den Wissenschaftlern die Disk zu geben. So, ihr kleinen Kackvögel, ihr lasst mich bitte in Ruhe. Ich habe nämlich ehrlich gesagt gerade wenig Lust, euch zu verprügeln. Nee, 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 nee. Böser Vogel. Ganz böser Vogel. Hilfe! Ne, der folgt mir schon gar nicht mehr. Die Rolle ist auch echt so cool. Schwachsinn. Ja, das Ding wollte ich ja auch immer noch bauen. Also, ich gehe davon aus, dass ich jetzt erstmal bis zu dem Zeitpunkt spielen werde, wo ich diese Kanalisation durch habe. Und dann muss ich mal überlegen, ob ich da noch großartig weiterspiele oder ob ich mir dann nicht vielleicht was anderes suche. Wie gesagt, Dead Space ist momentan bei mir ein ganz großer, heißer Kandidat. Weil ich mir schon vorstellen kann, dass es auch für euch interessant sein dürfte, mir dabei zuzugucken, wie ich mir so richtig übel in die Hose mache. Weil das Spiel hat es nämlich wirklich in sich. Also der erste Teil, muss ich schon sagen, horrortechnisch ist das auf jeden Fall ganz weit vorne. Wo kommen denn hier jetzt die ganzen Fische her? Ey, und wo kommt der schon wieder her? Schlecht. So, alles down. Dankeschön. So, jetzt gibt es erstmal Buff-Food. Sehr schön. Was kann der? Auch gleich essen. Einmal direkt voll. So. Jo, wie gesagt, also Dead Space ist momentan ein heißer Kandidat. Ich habe auch noch ein paar andere Spiele auf der Platte, wo ich durchaus Lust hätte, die mal wieder auszupacken. Da würde mir jetzt so spontan RimWorld zum Beispiel einfallen, finde ich super cool. Oder auch Seven Days to Die ist für mich auch immer wieder ein Vergnügen, das Spiel zu spielen. Wobei ich da eher dann auf Mods zurückgreifen würde. Also so die Standardversion finde ich ein bisschen schal. Da würde ich dann... Aber auch irgendwie neu, gegenüber dem letzten Mal, kann ich mich nicht dran erinnern. Gut, das heißt nichts, aber... Jo, also wie gesagt, Seven Days to Die wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Da würde ich dann wahrscheinlich die Raven Hearst Mod spielen. Die ist recht umfangreich und interessant. Ach, hinter mir ist jetzt auch so eine Giftschleuder. Ach, da ist auch noch einer. Komm her. Ja, man muss hier aus dem Wasser raus. Danke. Schön, dass du immer wieder reinspringst. Kleiner Hosenscheißer. Okay. Gut, also es kostet hier auf jeden Fall schon eine ganze Menge HP hier unten rumzukrebsen. Haben wir da hinten noch? Haben wir noch irgendwo eine Kiste? Hier sind sonst immer zwei kleine. Ach, ist auch egal, ist nur eine kleine Kiste. Ist eh nur Schrott drin. So, dann machen wir wieder einen Buddy-Pull. Komm her. Ja, ja, ja. Und jetzt wirst du verprügelt. Fischis. Mitkommen. Und auf die Fresse. Tschüss, tschüss, tschüss. Ja, ja, genau du. Ja. Und deine Schwester. Das war mal Attacke Hü. Na? Also ich finde, das habe ich mal äußerst elegant gelöst.
Das gelingt mir ja nicht oft, aber das war eine elegante Lösung. So, was nehme ich denn zuerst? Ich glaube, ich nehme den Fisch zuerst mit. Okay, erstmal direkt. Okay, chill. Chill deine Base. Danke. Die letzten Tage ein bisschen Probleme mit den Augen. Ich bin permanent am Jucken. Jetzt gerade nicht ganz optimal, aber wir haben uns vorgenommen, jeden Tag Content zu bringen und das ziehen wir auch durch, wenn wir jetzt nicht gerade krebsen. Sprich halt bewusstlos im Bett liegen. Dann würden wir das schon ganz gerne so durchziehen. Okay, das ist natürlich jetzt interessant. Mal probieren, ob ich hier eventuell einen relativ harmlosen... Okay, das war jetzt nicht so geplant. In dein Gesicht, mein Bruder. Also dieser Charge, der kommt schon echt cool. Der sieht auch echt gut aus. Oh. Jo, alles klar. Ich bin dann erstmal weg. Das hat auf jeden Fall HP gekostet. Alter! Okay, was ist hier los? Das checke ich nicht so ganz. Wieso kommen jetzt hier so viele nach? Also wenn jetzt noch ein Team kommt, dann kriege ich langsam ein Problem. Ja, weiß ich, sowas finde ich irgendwie ein bisschen doof. Also einfach nur so einen dämlichen Respawn zu etablieren, dass man hier so ein bisschen Stress bekommt. Aber gut. Was weiß ich schon. Nehmen wir mit. Gut, das ist jetzt die vorletzte Ebene. Ich hoffe mal, dass ich die letzte jetzt noch schaffe. Auch wenn meine HP jetzt gerade aktuell nicht mehr so ganz legendär sind. Mal kurz ein bisschen nachhelfen. Da hinten kommen auch schon wieder Gegner. Ja, ist nicht ganz ohne hier, muss ich sagen. Also wenn man jetzt nicht unbedingt auf Kampf geskillt ist. Und ich weiß halt auch nicht, ob es jetzt eventuell später noch bessere Waffen gibt. Ich denke mal, mit diesem Schwert bin ich schon ganz gut aufgestellt. So. Numero uno. Y numero dos. Raus aus der Brühe. Danke. Da kommt nix. Und der komische Fisch. Komm mal her. Okay, was war das? Hab ich nicht so ganz verstanden. Ein paar HP verloren. Eine Kiste. Da ist noch hier so ein komischer Fisch. Schön daneben geschlagen. Okay, das sollte man vielleicht sein lassen. War nicht so von Erfolg gekrönt. Aber das ist auf jeden Fall ein ziemlich geiler Interrupter, der komische Fisch. Er hat das auf jeden Fall drauf. Und das wird jetzt wieder ein etwas ärgerlicherer Kampf. Ärgerlicherer Kampf. Okay, kann man so sagen. Hier haben wir nochmal kurz ein bisschen Verteidigungsplus dazu. Dann pullen wir die mal eben. So, komm raus hier, mein Freund. Irgendwie Schiss, dass hier gleich schon wieder diese dämlichen Steine loslegen. Aus hier! Okay, Glück gehabt. So, die werden wir mitgenommen. Und dann sind wir auch schon auf der Boss-Ebene. Also, was heißt schon? Da war jetzt schon wieder ein ellenlanger Kampf. Ich ganz gerne noch mal kurz ein Stückchen Fleisch essen. Eins eventuell gleich noch mal kurz im Kampf reinzimmern. So, habe ich auch nichts mehr. Okay,
Ist so stumpf wie beim letzten Mal. Gleiches System, dann wird er wahrscheinlich gleich irgendwann anfangen zu schießen. Ja, nämlich jetzt. Okay, das war natürlich brillant gemeistert von mir. Okay, das ist auf jeden Fall anspruchsvoller als beim letzten Mal, weil dieser... Jetzt kommt's drauf an. Knappes Kistchen. Also so ganz verstehe ich es nicht, muss ich tatsächlich sagen. Ich finde es ein bisschen komisch, dass das schneller springt. Also klar, ich hätte ein bisschen weiter innen laufen können. Dann wäre es wahrscheinlich jetzt besser geklappt, vermute ich. Ist aber wie gesagt auch nur eine Vermutung. Aber das war auf jeden Fall anspruchsvoller als beim letzten Mal. Aber ich denke, der Loot ist ganz gut. Ja, wir haben zum Beispiel zwei kleine Silikonchips. Natürlich sehr wichtig. Die brauchen wir auch noch für irgendwas. 16 einfache Schaltkreise. Härtungsflüssigkeit auf jeden Fall mitbekommen. Ich glaube, der Trip hat sich definitiv gelohnt. Da ist auch nochmal was drin. Das ist doch der absolute Wahnsinn. Wunderbar. Da kommt mir direkt die Pipi in die Augen. So, wir haben es mittlerweile 15.38 Uhr. Ich denke mal, ich werde noch ein paar SP verprügeln. Das Problem ist, dass diese Ruinen ja sowieso quasi ja nur so ein Zeitfenster offenbaren. Also ich verbrauche ja nun mal immer 3 Stunden, wenn ich da reingehe. Ganz gleich, wie viel Zeit ich tatsächlich verbrauche. Was natürlich dann auf den Tag gerechnet dazu führt, dass die Folgen länger werden. Weil ich bin natürlich eigentlich viel länger da drin als nur diese 3 Stunden. Von daher ist es immer ganz gut, wenn man dann danach so ein bisschen Tacheles macht und, das war das falsche Wort, ein bisschen Piano, das ist schlauer, ein bisschen Piano macht und dann direkt wieder noch ein paar SP rausknallt und ins Bett geht. Weil sonst wird die Folge halt immer 30 Minuten lang, das ist immer ein bisschen doof. Ich denke mal, ihr werdet auch jetzt die nächsten Folgen noch Ruinengänge sehen. Also ich schätze mal, dass ich die jetzt erstmal soweit clearen werde. Eventuell werde ich mir gleich nochmal kurz ein bisschen Salz zulegen, um nochmal über Nacht ein bisschen Fleisch herzustellen. Das ist dann doch ein bisschen arg. Oh, was haben wir denn da schönes, glänzendes? Bambus-Papaya. Ja, schau mal einer, guck. Will ich ja gar nicht anpflanzen brauchen, wenn das hier wächst. Dann gucken wir uns hier doch nochmal kurz um. Ob hier noch vielleicht ein bisschen mehr wächst von dem Kram. Gut. Hier kann man anscheinend nicht weiterlaufen. Hier gibt es eine unsichtbare Wand. Warum auch nicht? Na, da hinten wächst auch noch eine. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich mich jetzt unbedingt mit den Geiern anlegen soll oder ob ich die jetzt nicht einfach warte, bis meine Bambus-Papaya sowieso fertig gewachsen ist. Ich glaube, das macht jetzt auch nicht mehr unbedingt den Riesenunterschied. Von daher, ich lasse die Vögel leben. Ich hätte sie natürlich locker platt machen können, aber... Hier vorne findet man auf jeden Fall auch eine ganze Menge. Könnte man nochmal drüber nachdenken, ob man morgen eventuell nochmal zurückkommt und... die restlichen 4 Bambus-Papaya nochmal sammelt. Eventuell habe ich ja hier hinten noch ein bisschen Glück. Geiler Schlag. Bin nass. Kann man nichts anderes zu sagen. Mein Gott, ey. Gut, dass das keiner guckt. Das auch nicht. Junge, jetzt reicht's aber. Also ich bin nicht betrunken, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich bin ein bisschen müde, ja, gut. Aber das kennt ja jeder von uns. Puh. Was haben wir denn da noch für Kreaturen? Ich habe so das Gefühl, dass die auch nicht unbedingt wohlgesonnen sind. Hallo? Nee, sind sie nicht. Ein Schweine. Ich habe gar nichts getan und ihr greift mich einfach so an. Hinterhältig. Ich muss auf jeden Fall auch gleich noch mein Inventory leeren, weil das ist nämlich jetzt auch schon wieder ein bisschen übervoll. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Trip. Da kann man nichts sagen. Ich werde jetzt auch direkt erstmal den Bus nehmen. Ich bin erschöpft. Alt und erschöpft. So, haben wir jetzt eigentlich aktuell noch, gut, würde uns eh nichts bringen. Ich habe die Liste habe ich nicht weggepackt. Ich guck mal eben, ob wir noch eine, ich guck mal morgen, ob wir noch eine Forschung am Laufen haben. Ich würde jetzt ganz gerne noch zu Oma fahren und mal gucken, ob ich da noch das Salz bekomme, aber ich fürchte, dafür wird es auch schon zu spät sein. Egal, ich laufe dahin. Ich bin tapfer. Ich werde da nochmal hinlaufen und gucken, ob ich noch ein bisschen Salz bekomme. Damit wir nochmal ein bisschen Fleisch anfertigen können, weil sonst wird das morgen mit der Ruine wahrscheinlich nichts.
Ich gehe davon aus, dass der dritte Level nicht unbedingt leichter sein wird als der zweite Level. Und ich habe schon im Laufe des heutigen Tages 7 Stücke Fleisch verbraten. Also gegessen. Und ich denke mal, ja, dann hat sich das auf jeden Fall erledigt. Dann werde ich da morgen früh wohl in den sauren Apfel beißen müssen und erstmal als erstes dahin laufen. Und in HP ist sich das echt gerade so ausgegangen. Ich glaube, wenn er mich noch einmal angespuckt hätte, dann wäre es wahrscheinlich nicht ganz so erfolgreich ausgegangen. Ich würde jetzt gleich nochmal gucken, ob ich eventuell doch tatsächlich nochmal neue Öfen in Angriff nehme. Also der Spielstand bleibt auf jeden Fall bestehen, ganz gleich, ob ich jetzt in naher Zukunft aufhören sollte zu spielen oder nicht. Das steht für mich fest, weil ich denke mal, das ist auf jeden Fall auch irgendwie ein Spielstand, wo man dann später nochmal sagen kann, komm, wir machen einfach nochmal weiter. Marmor brauchte ich, glaube ich, auch 5, wenn ich mich nicht irre. Ah gut, ich habe auch noch eine ganze Menge Marmor. Aber ich fertige einfach direkt nochmal welche an. Wir haben die Ressourcen und es wäre Quatsch, die nicht zu verwenden. So, ich glaube, Glas kann ich jetzt mittlerweile sein lassen. Das sieht ganz gut aus. Würde ich hier nochmal... Holzkohle. Holzkohle. Ja, dann breche ich das natürlich ab. Das ist natürlich Blödsinn. Dann machen wir natürlich erstmal Holzkohle. Machen wir hier mal direkt 20 Stück. Na, falsche Tasten. Oh, Inventory ist voll. Okay. Ja, ja, chill, 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 chill. Ich bring mal kurz weg, ganz ruhig. Weg, weg. Nicht weg. Weg. Da rein. So, da kommt das hier rein. Hier hatten wir nämlich jetzt auch, das ist natürlich totaler Blödsinn, hier hatten wir jetzt nämlich auch das Problem, dass ich ja beim letzten Mal gesagt habe, dass wir hier auf jeden Fall eine neue Kiste brauchen für die ganzen produzierten Waren. Das wird nämlich gerade aktuell doch hier ein bisschen arg voll. Steinkiste. Der Kram kommt da rein. Dann gehen wir mal an unsere Special Loot Kiste. Die wird nämlich auch immer voller. Das da rein, das da rein, das da rein, das da rein, das natürlich nicht da rein. Oh, was haben wir denn da? Metallgefäß. Na gut. Ich glaube, die Bücher habe ich hier nebenan. Jetzt zumindest da rein tun. Du kannst, glaube ich, noch mit rüberkommen. Von den Tierchen. War ja reingepackt, verdammt. Nee, das ist auch gar nicht von den Tierchen. Das hier ist von den Tierchen. So. Habe ich da jetzt den Schleim reingepackt? Habe ich das hier mit reingetan? Ja. Zweifelsfrei nicht die richtige Kiste, aber in Ermangelung einer besseren Option sollte das okay sein. So, jetzt sind wir erstmal wieder halbwegs leer. Da nochmal rein. So. Jetzt können wir dich aufsammeln. Dann mache ich hier nochmal ein paar Carbonstahlbarren durchlaufen lassen. Das warte ich nochmal kurz ab. Ja, komm, Bronze kann man auch nie genug haben. Okay, wir müssen auf jeden Fall auch wieder in die kleine Ruine. Wir brauchen wieder Kupfer. Schon nicht ohne. Dann hier mache ich jetzt auch mal langsam... Ach ja, er geht ja nicht weiter, wenn ich in den Menüs bin. Stumpf. Dann mache ich hier mal schon mal ein paar gestärktes Glas. 3 Stück sollten es erstmal tun. Ja, genau, aufgefüllt, alles klar. Gut, hier ist alles fertig. Die sind am Arbeiten, da brauche ich nichts. Hier kann ich, glaube ich, mittlerweile nicht mehr, außer ein paar Seile. Aber es ist halt auch immer die Frage, ob es sich jetzt unbedingt lohnt, da noch welche herzustellen, wenn man schon so viele auf Lager hat. Passt auch, wasserdichter Stoff. Ja, machen wir mal lieber erstmal den wasserdichten Stoff. Und davon mal 2 Stück. Gut. Gut. Alles ist wieder bestückt. Wir sind zwar erst bei 21.40 Uhr, aber ich habe nicht mehr viel SP und auch nicht mehr viel HP. Und die Folge ist auch schon relativ lang. Deswegen würde ich sagen, wir brechen jetzt hier an dieser Stelle ab. Wie jeden Tag um diese Zeit danke ich euch für euer Interesse, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und der Flushy und ich, wir würden uns mega darüber freuen, wenn ihr uns ein Abo da lassen würdet. In diesem Sinne,
Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.